Moin moin und willkommen zurück. Nach der letzten Folge hier war ja irgendwie alles ein bisschen komisch. Alles hat gehackt, irgendwie ein bisschen eingefroren. Ich konnte nichts mehr öffnen. Und nach dem Neustart. Ihre Ausrüstung nachzuschließen, hatten Sie darauf gehofft, jemanden gefangen nehmen zu können. Funzt alles wieder. Möglicherweise mich. Ich bedauere diesen Vorfall. Obwohl ich es noch mehr bedauern würde, wenn Sie ins Schwitzen geraten wären. Diese Nachricht in Bezug auf die Salarianische Arche war von Ihnen? Ja, Major Salen Wong, STG. Im Ruhestand natürlich. Was ist STG? Die Abkürzung für Special Tasks Group. Wir waren Agenten, die Geheiminformationen gesammelt und Unannehmlichkeiten aus der Welt geschafft haben. Sagen Sie doch einfach, dass Sie Leute ermordet haben. Wenn Sie so wollen, ja. Aber wie gesagt, ich betrachte mich als im Ruhestand. Spionage ist ein Job, den man mit nach Hause nimmt. Oder in eine neue Galaxie. Ja, so lange, bis man ein Gewissen entwickelt. Aber kommen wir zum Punkt. Es gibt hinsichtlich unserer Arche zu viele Ungereimtheiten. Sie ergeben nur einen Sinn, wenn uns jemand an die Kett verraten hat. Mein Hauptverdächtiger ist ein Biologe, Dr. Aiden. Aber die Beweislage ist dünn. Ich brauche einen Pathfinder, der meine Indizien überprüft. Ansonsten laufe ich Gefahr, einen Unschuldigen zu verhaften. Na, dann erzähl mal ein bisschen drüber. Wer ist dieser Aiden? Und wieso sollte er seine Arche verraten? Er ist ein ehemaliger Militärbiologe und Teil des Teams, das auf unsere Arche zuerst geweckt wurde. Er behauptet, er würde die Cat studieren. Die Frage ist nur, was seine Beweggründe dafür sind. Nö, ich werde das mal machen. Okay, ich bin dabei. Wie erwischen wir Ihren Verräter? Ich habe noch zwei offene Spuren. Dr. Aidens Ausrüstung und einen Cat, der sein Kontakt sein könnte. Ich brauche Sie und Ihren Sam, um beides zu analysieren. Wenn wir nachweisen könnten, dass Dr. Aiden in regelmäßigem Kontakt mit den Cat steht, wäre das der Beweis, dass er unser Mann ist. Cool. Was ist, wenn Aiden durch die Ergebnisse nicht belastet wird? Sie meinen, falls ich wirklich derart eingerostet sein sollte? Nun, ich schätze, dann muss ich wohl nochmal von vorne beginnen. Vergessen Sie nicht, Dr. Aidens Ausrüstung und sein Cat-Kontakt. Die Sache muss absolut wasserdicht sein. Viel Glück. Okay, ja, dann gehe ich dem doch mal nach. Aber sicher doch. So, gucken wir mal. Wo müssen wir denn hin? Wieder zurück auf die Tempest. War ja klar. Hier haben wir sonst nichts weiter. Los geht's. Geht ja Gott sei Dank schnell. Will ich mal hoffen. Ah, zack, und da sind wir schon. Ach, jetzt muss ich... Das ist natürlich blöd, dass man in dem Fall dann erstmal wieder hier raufrennen muss. Wenn ich da schnell Reise zur Tempest mache, dann könnten sie doch eigentlich gleich... Zack. Wir verlassen jetzt Haval. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. So, dann gucke ich mal, welche Stufe ich bin. Dauert noch ein bisschen. Dann muss ich noch ein Parkettblatt machen. Alle Systeme im grünen Bereich. Sehr schön. So, wo geht's eigentlich hin? Knack und Back und Fuck. Sag mal... Kann das kaum lesen. Ich trolle, ich habe wieder meine Lesebrille sozusagen auf und nicht meine Zockerbrille. Ich weiß nicht, hier, da, ich habe es gefunden. Meine Güte. Ich glaube, ich muss mal gleich mal die Brille wechseln. Weil mit dem Headset kann ich die Brille nicht so weit auf die Nase schieben, dass ich bei der Gleitsichtbrille so oben rüber gucken kann. Das ist immer blöd. Ah,
aber die Folge halte ich das durch. Beginne mit dem Anflug. Forward Orbit ist stabil. Habe ich den eigentlich schon mal nochmal gescannt? Ja, gibt nichts. So. Rauf auf dem affenkalten Planeten. Nähern uns der LZ. Überall Eis. Und trotzdem machen sie so ein Spektakel um diesen einen Block. Was ist so besonders daran? Gute Frage. So, einmal schon mal wir hier die Karte zu Rate ziehen. Ja, können wir uns entscheiden, ob links oder rechts. Und nochmal eine Reise. Meine Fresse. Ich bin ja hier nur virtuell am Hin- und Herreisen, ey. Das verbrät ja eine Zeit. Unglaublich. So, komm. Rein in die coole Kiste. So, ich guck mal lieber nochmal das Kärtchen hier. Hier um den Kackberg rumfahren. Fand ihr größter Sieg statt, Harper? Bei Umbrisi hat sich meine Eliteeinheit ziemlich gut geschlagen. Wir mussten 40 Zivilisten aus einer Terroristenbasis evakuieren, in der jeder Schuss Alarm ausgelöst hätte. Wir haben sie in einer Nacht. Ah, Sie haben den ersten Sender gefunden. Bereit für einen Vorgeschmack auf die Heskal-Ausbildung? Geben Sie Ihr Bestes. Dieser Test ist simpel. Es geht um Effektivität im Kampf. Dieser Sender hetzt die Relikte auf. Schalten Sie sie rasch aus. Ach. Vielleicht schlagen Sie ja meine persönliche Bestleistung. Scheiße, ich bin hier. Nee, das will ich jetzt noch nicht machen. Das mache ich später. Hier von Charles Kollegen da irgendwo habe ich hier so eine Quest bekommen. Nee, das will ich später machen. Ich bin hier völlig verkehrt. Warum sagt mir denn das keiner? Hier muss ich hin. Meine Güte. Ja, ich kann mich auch nicht richtig konzentrieren. Mir ist letztens mein Auto auseinandergefallen, so ungefähr. Und da denke ich die ganze Zeit drüber nach. Und habe irgendwie nicht die richtigen Gedanken dazu, jetzt ordentlich zu zocken. Kann doch nicht sein. So, jetzt soll ich mal auf die Karte gucken. Ja, ich muss da hoch, ob ich will oder nicht. Einmal hier rum auf den Berg fahren. Nee, halt. Der zeigt mir doch unten. Das ist eine Höhle im Berg drin. Tatsache, Gott sei Dank, wir haben aufgepasst. Der will nichts von uns. Will ich von ihm auch nicht. Guck mal, das nehme ich mit.
das muss der Arbeitsplatz von diesem Dr. Aiden sein, hinter dem der STG... Sie sind der Pathfinder. Ist es wahr, was man sich erzählt? Können Sie mit den alten Maschinen reden? Sie meinen die Relikte? Ich bin für Sie keine Gefahr. Das war ich nie. Sagen Sie ihnen, dass sie mir nichts mehr tun sollen. Wieso sollten Ihnen die Relikte etwas antun? Ich suche bei den Säulen nach nützlichen Dingen. Nach guter Tech. Und bis jetzt hatten mich die Maschinen immer in Ruhe gelassen. Bis jetzt? Haben Sie sie verletzt oder einfach nur vertrieben? Sie haben mich gejagt und ich bin auf dem Eis ausgerutscht. Das haben sie mir angetan. Ja, dann musst du ja einen ordentlichen Schneeschuh anziehen, du Troll. Die Relikte sind gefährlich. Halten Sie sich von Ihrem Territorium fern, dann sind Sie auch vor ihnen sicher. Ja, sicher und arm. Wenn ich keine Tech verkaufen kann, habe ich auch nichts zu essen. Ja. Danke für gar nichts. Ich hätte mal sagen sollen, ey, komm, ich helf dir. Aber... Dämliche Maschinen versauen mir das Geschäft. Ach, arme Sau. Ich hätte ihm ja vielleicht doch helfen sollen. Komm, schnacken wir mal mit dir hier noch. Kann ich das überhaupt? Diese Ausrüstung wurde mit einem Standard-Radio-Isotop sterilisiert. Es sind allerdings was noch Spurenelemente von Biomaterial vorhanden, das aus einer Aufstiegskapsel also Mist. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was wir von dieser Intelligenz erfahren werden. Möglicherweise bekommen wir alles zurück, was wir verloren haben. Die aktuellen Siege über die Cat haben uns viele Möglichkeiten eröffnet. Wiederaufbau, sogar Expansion. Wenn Sie wollen, gibt es dabei auch Platz für Ihr Volk. Ich möchte Sie hiermit ganz förmlich als Stadtwalterin von Techix willkommen heißen. Oh. Ich weiß Ihre Großzügigkeit zu schätzen. Ich denke nur praktisch. Viele sind der Ansicht, dass unsere Völker gemeinsam stärker sind als einzeln. Dank des reaktivierten Gewölbes werden die Bedingungen auf Vault sich mit der Zeit verbessern. Zumindest hoffen wir das. Denken Sie darüber nach, Ryder. Willkommen zu Hause. Erzählen Sie mir mehr über Techix. Es ist die größte Stadt auf Vault. Heimat für Hunderte meines Volkes. Wir stellen her, wir handeln und wir versuchen ein gutes Leben zu führen, trotz der Präsenz der Cat. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Und es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre. Was ist mit Aya? Schwefelhaltige Luft. Nichts für mich. Sie nennen sich Stadtwalterin. Was ist das? Techix ist in meiner Obhut. Ich gewährleiste sein Funktionieren und die Sicherheit seiner Einwohner. Commander Dusil und der Widerstand bekämpfen die Cat mit ihren Waffen, mit ihren Fäusten. Ich und die anderen hier kämpfen, indem wir nicht kapitulieren. Wir leben dem Feind zum Trotz. Ja, richtig so. Ich will sie nicht länger stören. Sie stören überhaupt nicht. Möge ihr Glück wachsen, Ryder. Das ist aber nett. Die sind ja alle so nett. So. Den armen Kerl konnten wir nicht helfen. Hatte ich auch keine Lust zu. Oh, dann knickknack zum Bettmobil. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Kann ich auch Schnellreise benutzen? Da will ich nicht hin. Da auch nicht, da auch nicht. Da muss ich hin, sehr schön. Ja, da bin ich mal gespannt, was aus der Geschichte wird. Gerade an einen Eisboot denken, auf dem ich mal gestrandet war. Das hätte mich beinahe meinen guten Zeh gekostet. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Relikt! Meine Sensoren registrieren Cap-Technologie, Pathfinder. Komm, die Banne holen wir uns hier. Mal sehen, was der Scan ist. Sag mal, sind hier eben keine ausgestiegen?
Hier war noch eben ein Schiff. Mal sehen, was der Scan ergibt. Ja. Nichts ergibt's. Warum das nicht? Ja, denn. So eier ich hier so lange rum. Mal sehen, was der Scan ergibt. Ach komm, da reite ich rein. Nee, ich mach das doch nicht. Nehm hier erstmal doch. Ich gehe erstmal nochmal in Deckung. So, jetzt schnapp ich mir eine ordentliche Flinte. Oh, und jemand hat mir da geholfen. Eine Krugana, hä? Gott sei Dank. Komm, du Ratte. Guck raus da. Wenn dieser STG-Agent recht hatte, war dieser Cat Dr. Ains Kontakt. So, welcher von den Kaspern hier war denn das? Der hier. Diesem Cat wurde eine Prom-Einheit aus der Milchstraße implantiert. Die Partikel schwingen auf dem Transmitter innerhalb derjenigen salarianischer Verbindung. Ähnelt ist kein Beweis. Die Cat könnten das Implantat auf der salarianischen Arche gefunden haben. Ach, den habe ich nicht gekriegt. Wir sind jetzt den besten Hinweisen auf Aidens Verrat nachgegangen. Und beide liefern uns nicht mehr als Indizien. Damit kriegen wir ihn nicht dran. Wir könnten Raker auf der Nexus danach fragen. Vielleicht weiß sie ja etwas. Och, nicht auf die Nexus noch. Immer diese sinnlose Hin- und Herreiserei. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Ja, um das Ding zu klären, bleibt mir nichts weiter übrig, als auf die Tempest schnell zu flattern. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das wieder so eine Hin- und Herreiserei wird. Ich hätte mal doch mit der Reise nach Meridian weitermachen sollen. Aber jetzt ist egal. Die Quest bringe ich jetzt zu Ende. Wie man es macht. Eigentlich hätte ich auch hier bleiben können und hier diesen Wettbewerb da machen sollen. Aber davon mache ich nochmal eine extra Folge. So, halt. Hier, aufmachen. Willkommen zurück. World Orbit ist stabil. Das ist aber nett.
So, das dauert wieder Ewigkeiten. So, Nexus, da will ich hin. So, und jetzt können wir gleich wieder schön zugucken, wie wir landen. Und dann renne ich wieder eine Stunde lang durch die Hallen, muss noch dreimal mit der U-Bahn hin und her flattern, um denn mir irgendeine blöde Antwort anzuhören. Zu wem sollen wir? Zu Commander Riker? Na okay. Ich glaube, das war Riker. Ah, schöne sanfte Landung, wunderbar. Applaudiert nur keiner. Ach, ich hätte eigentlich auch mal ins Terminal gucken können, aber ja, egal jetzt. Ich sag ja. Noch eine Runde mit der U-Bahn. Die Nexus erhält eine Bar. Trotz vereinzelter Proteste betrachten die meisten das Vortex als zivilisierte Möglichkeit, sich bei einem Drink von der Stase zu erholen. Hm, werden wir sogar noch zum Saufen verleitet. Mit den aktuellsten Neuigkeiten. Apex führt eine Razzia durch. Nee, hier bin ich auch gar nicht richtig. Ich muss doch hoch. Ah, Ryder. Nehmen Sie Platz. Danach wurden die Cat nervös. Ich habe eine Weile gebraucht, um zurückzukommen. Die Vorstellung, dass Salarianer rausfinden, was es mit dem Aufstieg auf sich hat, lässt sie bestimmt nachts nicht schlafen. Das will ich hoffen. Ach komm, super mal nett. Es ist bestimmt überaus befriedigend, den Cat ihre Arroganz aus dem Gesicht zu wischen. Ihre Sternenkarten waren übrigens sehr hilfreich. Gern geschehen. Mit unserer Kartografierung der Geißel und Ryders Gewölbedaten werden den Cat bald die Schlupflöcher ausgehen. Ich schicke Ihnen, was wir aktuell haben. Ich nehme auch eine Kopie. Jede Erweiterung des Suchrasters ist sinnvoll. Jagen Sie immer noch Stase-Kapseln nach? Und wir finden welche. Es macht einen gewaltigen Unterschied, wenn man eine Partner-KI hat. Ich werde einen Nachfolger ausbilden und einen Weg finden müssen, ihn auf all das vorzubereiten. Es ist besser, wenn man seine Flügel erst beim Fliegen entdeckt. Hat bei uns ja auch funktioniert, oder? Richtig. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, was für eine Art Pathfinder man ist. Stimmt wohl. In der Zwischenzeit müssen wir uns um eine ernste Angelegenheit kümmern. Der erste in Andromeda abgefüllte Jahrgang ist als Geschenk angekommen. Zum Glück habe ich meinen Flachmann dabei. Oh. Verdammt, riecht das gut. Da wir gerade einen Augenblick für uns haben, wollen wir anstoßen? Ach komm, hier auf gute Kollegen. Auf unsere Crews, unsere Sams und auf uns. Mögen wir immer unseren Weg nach Hause finden. Alle Logistik-Updates müssen innerhalb der nächsten Stunde erfolgen. Hey, halt. Bleib stehen. Soll stehen bleiben. Ryder, schön, Sie zu sehen. Wie ich höre, unterstützen Sie Major Salen Warren bei seinen Ermittlungen gegen Dr. Aiden. Sie kennen Salen? Ich bin ihm ein, zweimal begegnet. Ein bemerkenswerter Agent, trotz seines Alters. Leider bin ich bei meinen Versuchen, ihm zu helfen, in eine Sackgasse geraten. Salen hat mir zwei Spuren genannt, aber alles, was ich gefunden habe, waren bestenfalls Indizien. Ich wollte die Anführer der Arche um Hilfe bitten, diejenigen, die zuerst geweckt wurden. Aber sie waren entweder beschäftigt, nutzlos oder beides. Es ist also vielleicht an der Zeit, ein wenig kreativ zu werden. Hey, wenn wir nicht die Regeln brechen, wer dann? Einer der Archenoffiziere, die früher geweckt wurden, Rand Lon, hat hier eine Wohnung. Falls er zu beschäftigt ist, um Ihnen zu helfen, könnten Sie ja vielleicht ein paar unauffällige Scans durchführen. Wer weiß, was Sie dabei herausfinden.
Na denn. Machen wir mal ein paar unauffällige Scans. Nichts Neues. Dann rennen wir mal wieder auf der Nexus ein bisschen rum. Machen erstmal noch eine Runde mit der U-Bahn. Mal sehen, was er mir heute so zu sagen hat, der Schlingel. Showdown auf Kedera. Machtkampf im Hafen der Exilanten. Im Anschluss an einen erbitterten Kampf gegen das konkurrierende Kollektiv haben nun die Verbanden die Kontrolle über Kedera übernommen. Der als der Scharlatan bekannte Anführer des Kollektivs wurde als der berüchtigte Schmuggler Reyes Vidal identifiziert. Während sich Vidal derzeit auf der Flucht befindet, werden die Sicherheitsmaßnahmen auf Kedera unter der Anführerin der Verbanden Sloan Kelly weiter verschärft. Das war HNS. Die Nexus erhält eine Neuigkeit trotz. Ich höre dir immer ganz gerne mal zu, was hier für ein Kuckuck los ist, da quatscht. So, soll ich hier irgendwas scannen oder was? Erstmal, muss ich erstmal gucken, was will der denn überhaupt von mir? Apartment durchsuchen. Kann ich wieder drin sein? Verschlossen. Ich kann das möglicherweise hacken, Pathfinder. Na klar kannst du das. Okay, wir sind drin. Das ist definitiv die Wohnung, von der Raker gesprochen hat. Sie wurde vor kurzem gegossen. An einem der Blätter haftet eine Faser. Sie weist Spuren von Novitamin auf. Ist das eine Droge? Ein Neuroblocker, der in einigen Exemplaren der Flora Andromedas vorkommt. Diese Pflanze zählt allerdings nicht dazu. So, da gucken wir mal rein. Was? Kosten-Nutzen-Analyse? Frisch gesaugt. Es sind noch Spuren von Staub vorhanden. Angesichts der Strahlungswerte der Geißel müssen sie von einer weit abgelegenen Welt stammen. Also war Rand Lawn da draußen. Oder jemand, der sich in seiner Wohnung aufgehalten hat. Was piept denn da hier immer? Ach, hier. So, Sam, hast du noch irgendwas gefunden? Nö. Die Maus wollte ich gerade sagen, aber hier sind noch ein paar. Aber das heißt schon gescannt, gehe ich mal von aus. Piepte nicht nochmal. So. Das steht ja auch da, Mann. Was machen Sie in meiner Wohnung? Sie müssen Rand Lawn sein. Und Sie? Hey, Sie sind doch derjenige, der unsere Arche gerettet hat. Was machen Sie hier? Ich führe eine Untersuchung in Bezug auf die salarianische Arche durch. Ich wollte nur ein paar Dinge überprüfen. Ah, davon habe ich gehört. Ich war leider zu beschäftigt, um mitzuhelfen. Aber ich schätze, ich muss mir wohl die Zeit nehmen. Also, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich würde gerne Dr. Aiden ein paar Fragen stellen. Kennen Sie ihn? Oder wissen Sie, wo er ist? Ja, ich kenne ihn. Aiden ist eine Art Biologe. Wir gehörten zu den Ersten, die geweckt wurden. Das waren schwierige Zeiten. Aber ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit die Arche gerettet wurde. Was wollen Sie von ihm? Saylan Varn meinte... Saylan? Ich verstehe. Wenn der Major beteiligt ist, erklärt das einiges. Was soll das heißen? Ich verbreite keine Gerüchte. Sie können gehen, aber ich an Ihrer Stelle würde in Zukunft nicht mehr auf Saylans Rat hin in fremde Wohnungen einbrechen. Was für Gerüchte? Wenn ich in die Irre geführt wurde, sollte ich wissen, was man sich so erzählt. Der Major ist brillant, aber er war einfach zu lange bei der STG.
Seit er wach ist, nervt er uns mit seinen Verschwörungen. Das kommt bei ehemaligen Agenten oft vor. Sie finden sich in einer Welt ohne Spionage einfach nicht zurecht. Ich verstehe. Ich sag Ihnen was. Wir vergessen einfach, dass das hier je passiert ist. Dem Major zuliebe. Auf Wiedersehen, Pathfinder. Oh, jetzt noch eine Runde nach Elan. Knack, Back und Fuck. Kann ich da nicht schnell hinreisen? Oh nö, ey. Kein Schnellreisepunkt. Ja, Pathfinder. Upp. Dann finden wir mal raus, was Rand oder seine Freunde mitten im Nirgendwo wollen. Wenn wir da irgendwann mal hinkommen sollten. Mann, ist das wieder eine Rennerei. Platz da. Ich will vorbei. Ich will ein Parkett erschießen gehen, endlich mal. So, wieder rauf auf die Tempest. Meine Güte. So, dann mache ich das mal so. Ich flatter jetzt hier quer durchs All nach E-Laden und wenn ich da angekommen bin, gibt es eine nächste Folge von Mass Effect Andromeda. Ich bin der Olli. Danke, dass ihr reingeklickt habt und ja, vergesst die nächste Folge nicht. Bis dahin. Tschüss.